Und wir sind schon wieder zurück mit einer Runde der Human Resource Machine. Und jeder gute Betrieb muss ja zwischendurch einmal Inventur machen. Im Jahr 32. Inventur. Buchprüfung. Ausrufezeichen. Überraschungskontrolle. Yay. Das sind einige meiner Lieblingsbeschäftigungen. Los geht's. Für jedes Ding in der Inbox legen Sie die Anzahl der damit übereinstimmenden Objekte auf dem Boden in die Outbox. So, wir bekommen also links Buchstaben und müssen dann schauen, wie oft ist dieser Buchstabe da. Da habe ich jetzt direkt mal eine Frage. Wir haben ja bisher immer nur mit Zahlen gerechnet. Kann man auch mit Buchstaben rechnen? Ich werde das einfach mal... Also das ist jetzt noch nicht das Programm, das ich schreiben will. Ich will das erstmal schauen, was davon passieren würde. Was ist denn, wenn ich von dem B ein B abziehen würde? Das würde mich mal interessieren. Das ist einfach mal zum Testen. B minus B ist 0. Okay, das ist schon mal gut. Was ist denn, wenn ich was anderes davon abziehe? Können wir jetzt wunderbar damit testen. Also ich hole mir ein X und ziehe davon ein B ab. Okay, den Zahlen sind also Buchstaben zugeordnet. Also jetzt wahrscheinlich A1, B22, X war 24. Das heißt, ich habe von der 24 eine 2 abgezogen, habe die 22. Okay, wir können mit Buchstaben rechnen. Das ist gut. Das wollte ich wissen. Wir müssen jetzt zählen. Das heißt, wir müssen uns den Buchstaben rausholen und dann jedes Mal mit Subtraktion schauen, ob es eine Übereinstimmung gibt. Das heißt, wir werden hier mehrere Felder brauchen. Da werde ich einfach mal den Buchstaben immer reinlegen. Buchstabe. So, wir brauchen dann einen Zähler, der mitzählt. Zähler. Und wenn wir hier in dem das ganze Feld durchgehen wollen, dann brauchen wir auch einen, wie hieß das damals? Ich glaube Pointer, ne? Pointer, der also auf das Feld zeigt, das wir überprüfen wollen. Und der dann hochgezählt wird. So, wir fangen damit an, dass wir den Zähler und den Pointer auf 0 setzen. Und zwar einmal hier hin und einmal hier hin. Dann holen wir uns einen Buchstaben raus und legen den hier hin. So, dann müssten wir jetzt anfangen mit den Subtraktionen. Das heißt, wir haben ja aktuell den Buchstaben noch in der Hand. Allerdings hole ich mir ihn nochmal, weil ich glaube, dass wir uns den öfter holen müssen. Das heißt, da wird dann irgendwie hier so eine Schleife später wieder ankommen. Und es ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir abziehen. Das heißt, wir holen uns jetzt den Pointer. Ne, den Pointer. Wir wollen ja... Moment mal. Ne, so geht es nicht. Wir holen uns den Pointer. Moment, müssen wir das vormachen.
holen uns das und davon ziehen wir jetzt den Buchstaben ab. Wenn das eine 0 ist, dann ist es derselbe Buchstabe. Das heißt, wenn es 0 ist, dann werden wir den Zähler 1 hochbumpen. Und wenn es nicht 0 ist, dann bumpen wir den nicht hoch. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann müssen wir den Pointer, den müssen wir in jedem Fall 1 hochbumpen. Und dann wollen wir uns... Dann wollen wir jumpen und zwar wieder zu hier. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch das Ende irgendwie rausfinden. Also das Überprüfen des Endes passiert ja, wenn wir hier die 0 finden. Sprich, wenn wir hier, wenn der Pointer, was wir auf dem Pointer holen, also hier die 0 ist, dann müssen wir die Zähler zurücksetzen und die nächste Zahl holen. Ich habe wahrscheinlich noch eine komplette, ja, die Outbox müssen wir noch machen. Nee, oh genau. Haha, das war ja falsch. Wenn es eine 0 ist, dann überspringen wir den ganzen Krempel hier. Und dann holen wir uns das, was im Zähler ist. Und bringen das in die Outbox. Und dann müssen wir wieder alles zurücksetzen. Sprich, wir müssen die Zähler zurücksetzen. Gehen wir mal schrittweise durch, was da passiert. Also, er macht jetzt erstmal hier die, da eine 0 hin und da eine 0 hin. Dann holt er sich die A, das A. So, jetzt holt er sich ein B und zieht davon den Buchstaben ab. Das ist eine 1. Deswegen macht er den Zähler 1 hoch. Und holt sich jetzt die nächste Zahl. Zieht A ab. Das ist eine 0. Das heißt, der Zähler wird 1 hochgesetzt. Und der Pointer wird 1 hochgesetzt. Ich glaube, dass das so spannend wird, wenn wir das Feld 14 erreichen. Glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst. Wo waren wir? Bei welcher Zahl? Und erst bei der 10. So, jetzt gehen wir wieder langsam durch. Er hat eine 0. So, jetzt springt er runter, holt sich den Zähler und legt das in die Outbox. Dann überschreibt er beide Zahlen wieder und holt sich die nächste Zahl. Ich glaube, das dürfte es sein. Lass mal hier mal schneller laufen, ne? Das sieht soweit ganz gut aus. Ja,
Ja, das nochmal überschreiben, das wäre dann unnötig gewesen. Höchstens 16 Befehle. Haben wir. Höchstens 393. Da haben wir wahrscheinlich da irgendwo zwischendurch mal unnötige Hin- und Her-Kopierereien. Aber Größenoptimierung, das gefällt mir. Das heißt, ich habe schon irgendwie so das Richtige im Kopf gehabt. Wir haben Pause anscheinend. Wo ist Carol? Gluck, gluck. Waren die nicht sonst zu dritt? Hey, where is Carol? Oh my god. This coffee is amazing. Back to work, ladies. War das Carol? Ach, Nachricht. Breaking. Previous reports of machine army evaluate to false. Everything equals 100% fine. Whether within pleasant tolerance parameters or human skin layer, you're all going to be fine. Okay. Ja, das ist wunderbar. Es gibt hier nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Eine Vokalverbrennung. Wetter ist ja gut für menschliche Haut, mal gut, ob Sonne auch gut ist für Vokale. Ja, 34. Hi, Jill. Was geht hier vor? Hust. Die Geschäftsführung möchte die Bandbreite verringern, indem alle Vokale aus Wörtern entfernt werden. Viel Glück. Schicken Sie alles von der Inbox in die Outbox, außer Vokale. Wir haben hier auch alle Vokale bereit liegen. Wofür? Ich glaube, dieses Ding hier. Ja, wir brauchen einen Pointer und wir brauchen einen Endwert. Fürs Vergleichen wahrscheinlich, dass wir maximal bis 4 durchgehen. Und dann holen wir uns die Sachen raus. Ich mache erstmal, wie ich mir das vorstelle. Hier ist die Grenze. Die müssen wir uns, glaube ich, einmal ganz am Anfang auf 4 setzen. Das heißt, wir holen uns jetzt mal das Ding hier raus, kopieren es hier hin. Es gibt jetzt nichts Sinnvolleres, als den 4-mal hochzubumpen. Leider. Das wird leider recht... Das können wir auch nicht irgendwie mit einer Schleife machen. Weil wir haben ja keine Oberbedingung für die Schleife. Ich wüsste also jetzt aktuell nicht, wie ich das anders mache. So, das Ding ist jetzt auf 4. Und dann brauchen wir auch einen Pointer. Ja, super Schrift. Und da muss auch... Einmal halten wir das Ding die ganze Zeit in der Hand. Warte mal, wir können auch hier einfach. So, dann wird das hochgezählt. Das heißt, wir haben hier eine 0 und hier haben wir eine 4. Wir holen uns jetzt das erste aus der Inbox. Den Buchstaben müssen wir uns auch wohin legen. Buchste. So, von der Inbox, das kopieren wir in den Buchstaben. So, das ist wieder so ähnlich wie vorhin. Wir müssen uns jetzt nämlich den Buchstaben nehmen
und subtrahieren davon, was also hier die A, so, die A, die 0, was in der 0 liegt, also in dem Fall eine A. So, hier haben wir gleich das Beispiel, also A minus A. Wenn das Ganze eine Silbe ist, dann haben wir ein Vokal gefunden. Das heißt, naja, der Pointer muss ja in jedem Fall hochgezählt werden. Also sagen wir erstmal, es wäre Zero. Dann will er den... Notfalls machen wir es noch woanders hin. Also der Pointer wird 1 hochgezählt. Nee, wenn es Zero ist, dann brauchen wir das nicht. Weil dann brauchen wir das Ding nicht mehr weiter überprüfen, dann haben wir es ja gefunden. Das heißt, wir würden uns dann den nächsten... Ja, müssen wir die Dinger wieder alle zurücksetzen. Ja, ich mache das, glaube ich, anders. Die Grenze muss ja nur einmal so gemacht werden. Wir müssen uns, glaube ich, hier sicherheitshalber nochmal... Weil wir sonst andere Sachen in der Hand haben. Weil der Pointer wird jetzt wieder zurückgesetzt. So. Das ist, wenn es Zero ist. Wenn es nicht Zero ist, dann müssen wir weiter überprüfen. Deswegen setzen wir da das eins hoch. Und dann holen wir uns den Buchstaben wieder und vergleichen das mit dem nächsten Buchstaben. Allerdings müssen wir dann... Okay, ich schaue erstmal, ob das generell funktioniert. Das mit der Ausgabe prüfen wir dann noch. So, die Grenze haben wir auf 4 gesetzt. Jetzt setzen wir einen Pointer auf 0, holen uns einen Buchstaben und legen den ab. So, wir holen uns jetzt das A, ziehen hier A ab. Wenn es 0 ist, dann überschreiben wir, ja, weil der Pointer war jetzt noch auf 0, aber der könnte auch mal nicht auf 0 sein. So, jetzt 11. Nimmt sich das L, zieht A ab. Das heißt, er setzt den Pointer 1 hoch. Holt sich den Buchstaben und zieht das E ab. Ja, der vergleicht also immer weiter. L, U, ja, jetzt, wir müssten theoretisch immer nach dem hier noch überprüfen. Wo machen wir die Überprüfung, ob der Pointer die Grenze erreicht hat? Eigentlich hier, nach dem Hochsetzen des Pointers. Sprich, wir müssen immer nach dem Bumpen, müssen wir uns den Pointer holen. Subtrahieren davon,
Nee, wir müssen es andersrum machen, aber das ist noch okay. Das können wir gleich noch umdrehen. So. Wir hätten jetzt nämlich hier. Da muss ich das. Warte mal. Er hat den jetzt auf 5 gesetzt. Wir ziehen die Grenze ab. Pointer wäre 5. Minus 4. Ne, wir müssen das, glaube ich, doch andersrum machen. Hier. Grenze 4. Ach, ist jetzt alles kompliziert. Wir müssen hier ein Copy von Grenze. Und davon ziehen wir jetzt den Pointer ab. So, sagen wir mal Grenze, dann hätten wir jetzt. Kommen wir hier gerade mit 0, mit 4 kommen wir noch. Wir haben es noch nicht hochgezählt. Das heißt, in dem Moment, wo das 0 ist, haben wir alle überprüft. Und dann müssen wir quasi, wenn wir bis dahin noch gekommen sind, dann muss der Buchstabe in die Outbox gebracht werden. Und dann. So, die Grenze brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir holen uns den nächsten. Die Grenze bleibt ja so. Mal schauen, ob ich jetzt richtig gedacht habe. Wir haben ein H, das legen wir da hin. Wir ziehen das A ab. Oh, Moment, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Hahaha. So, wir haben jetzt da die 7. So, wir holen uns jetzt den Pointer. Ne, die Grenze haben wir uns geholt. Ziehen den Pointer ab. Das ist nicht 0. Also machen wir den Pointer 1 hoch und jumpen wieder hier hin. Das heißt, wir nehmen uns wieder den Buchstaben, ziehen das E ab. Also überprüft, 4 minus 1 ist nicht 0. Das heißt, wir machen das 1 hoch. So, 4 minus 2 ist nicht 0. Wir machen das auf 3. Eventuell müssen wir es auf negativ machen und nicht auf Jump if Zero. Ne, ich glaube, das kommt noch hin. So. Und jetzt sitzen Buchstaben wieder, ziehen das ab. Jetzt kommen wir in den spannenden Bereich, glaube ich. Die Grenze. So, jetzt haben wir ein 0. Das heißt, wir springen an dem Bumper vom Pointer vorbei, holen uns den Buchstaben und bringen den raus. Dann setzen wir den Pointer wieder auf 0. So, jetzt haben wir einmal ein Vokal. Da werde ich jetzt einmal testen. Und da, wenn das dann klappt, dann können wir, glaube ich, ein bisschen schneller laufen lassen. So, er überprüfte so. I mit E vergleichen. Ist nicht 0. Gut. Pointer wird erst mit überprüft. Wird hochgesetzt. So, und wir holen uns jetzt das I. Ziehen I ab. Das heißt, wir springen jetzt wieder nach oben. Weil das I wollen wir nicht ausgeben. Das heißt, wir setzen den Pointer wieder auf 0 und holen uns den nächsten Buchstaben. Ich glaube, das klappt so, ne?
prüfen. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwo noch ein Fehler, weil das O muss jetzt wieder verbrannt werden. Ah, wurde auch direkt verbrannt. Scheint zu klappen. Ich bin ja schwer von mir begeistert, wenn das jetzt echt klappt. Ja, sehr schön. Gut. Ja, gut. Heieiei, nur 13 Befehle. Da werde ich vielleicht. Das interessiert mich jetzt mal. Also, ich weiß ja, wir haben zum Beispiel 4 Befehle allein dafür gebraucht, um den Pointer uns auf 4 zu setzen. Oder die Grenze. Ich überlege. Ich glaube, wir hätten das auch machen können. Hätten wir ganz anders machen können. Kann ich jetzt hier raus und sagen, wird gesagt, okay, wir können da also, bitte sag mir, dass das jetzt nicht gelöscht ist. Gut. Wir können aber, wenn wir das jetzt nicht schaffen, haben wir es trotzdem schon geschafft. Wir könnten das ganz anders machen. Die Grenze brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Sondern, wenn wir uns das aus der Inbox holen. Ich mach mal alles hier mit Grenze weg. So, und zwar, wir können ja einfach wieder schauen, ob das, was wir da, wenn wir es vergleichen wollen. Aber was passiert denn, wenn ich von einem Buchstaben eine 0 abziehe? Das weiß ich jetzt nämlich noch nicht. Subtrahieren das, was im Pointer ist. Copy vom Buchstabe. Wir müssten eigentlich davor schauen, ob das. So, wir holen uns jetzt. Erst den Pointer. Was ein Pointer ist. Und wenn das eine 0 ist, dann müssen wir aus der Schleife raus. Und zwar dann wieder. Hierhin. Ist das richtig? Testen wir mal, ob ich da jetzt einen Denkfehler drin habe. So, der Anfang dürfte ja nicht so das Problem sein. Das kennen wir ja schon. Ich will jetzt schauen, wenn er das Ende der Reihe erreicht. Jetzt das U wird verglichen. Der Pointer wird 1 hochgemacht, weil es allerdings, das ist korrekt. So, jetzt holen wir uns den Pointer. Also, was im Pointer drin ist, das ist eine 0. Ja, ich glaube, so haben wir das Bumpen übersprungen. Müssen wir nur noch schauen, ob das auch klappt, wenn da ein Vokal drin ist. Moment, so, jetzt ist das. Hatten wir nicht gerade ein A da rausgezogen? Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht, ne?
Nee, ein I war da drin. So, wir ziehen jetzt das I ab, haben 0. Nee, hatten wir nicht davor schon Buchstaben, die keine Vokale waren, die nicht ausgegeben wurden jetzt? So, hier haben wir doch jetzt irgendwo einen Fehler drin. Ah, ja, okay. Nee, wir müssen die Ausgabe... hier muss die Ausgabe geschehen. Wir hätten ja jetzt nämlich hier das Ende der... Eieiei. Ich habe jetzt gerade einen Knoten im Gehirn. Wir müssen vor der Abfrage, ob der Pointer 0 ist. Wenn es 0 ist, muss er noch was anderes machen. Das ist das so. Wenn es 0 ist. Machen wir jetzt erstmal so. Das heißt, wir können jetzt hier Sachen hinschreiben. Wenn das 0 ist. Dann muss er jetzt schauen. Ne, wir kommen hier zu den Abfragen nicht hin. Ne, es hätte wahrscheinlich irgendwie geklappt, das kürzer zu hinzukriegen. Aber hey, wir haben es geschafft. Das heißt, wir können uns dann in der nächsten Folge, geht es dann mit der Duplikatvernichtung weiter. Und dann geht es hier auch wieder in die Spezialabteilung rein. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und für heute sage ich Tschüss.